Hallo! Heute gibt es mal zwei Folgen in einem Video. Einerseits, weil ich dachte, dass Sonntag nur ein Rückblick kommt und mir deshalb mit der Freitagsfolge ein bisschen mehr Zeit gelassen habe. Andererseits, weil ich am Wochenende halt auch keine Zeit hatte. Manchmal mache ich auch was mit Menschen. So, der Morgen beginnt mit etwas ganz Schrecklichem. Also zumindest konnte ich da kaum hingucken. Hä, das geht nicht. Ich muss das wahrscheinlich kleiner machen. Boah, mach jetzt nicht den Finger da rein. Nee, nee. Boah, da kriege ich zu viel, wenn ich sowas sehe, ne? Kann mir jemand, der einen Entsafter besitzt, erklären, ob das von Chiara okay war? Also kann sie sich damit nicht verletzen oder ob das richtig dumm war? Weil ich fand das richtig schlimm und ich kenne mich nicht mit Entsaftern aus. Mein Gott, schmeckt das gut! Das schmeckt halt nach Möhren, so. Schmeckt ist so halt, geil. Ja, das ist der Shit, ey. Möhrensaft! Komplett abartig. Klingt auf jeden Fall, als hätte es sich gelohnt. Nur die Mädels mögen ihn, ne? Ja. Ey, Karottensaft ist so geil, keiner schätzt das und die Mädels waren genauso begeistert ja, wie ich, ne? Ja, es war mega lecker, ja. So geil, keiner schätzt das und die Mädels waren genauso Das erste Gespräch des Tages gibt es zwischen Geraldine und Luca, weil beide zurzeit nicht so wirklich einen Partner haben. Ich habe mich halt ein bisschen auf sie versteift so und dann einfach die Tatsache, dass sie mit einem anderen ein Date hat und mit ihm lacht und so, natürlich reizt einen das ein bisschen irgendwie. Zeigt dann ja nur, dass man tatsächlich irgendwie Interesse an ihr hat. Ja, und keiner von den Zuschauern versteht, warum du so großes Interesse noch hast. Aber der versteht sich auch sehr gut mit Pia. Also da würde ich mir bei dir keine, also für dich, also ja, keine Bedenken machen. Also erstmal keine Bedenken. Vielleicht bei dir auch keine Bedenken. Aurelia fährt jetzt übrigens auch eine neue Strategie. Irgendwie habe ich gedacht, ich will das jetzt hier mal anders machen als privat sonst. Ja, das habe ich ja dass auch. Dass ich nicht nach Aussehen gleich gehe, sondern gucke, mit wem ich zwischenmenschlich da irgendwie besser connecte. Oh, das ist aber mal eine super Idee. Nicht immer nur nach Aussehen gehen. Da wäre ich jetzt überhaupt gar nicht drauf gekommen, dass man da vielleicht öfter mal an die Falschen gerät. Weil ja im Endeffekt ja wirklich Charakter alles ist, ne? Ja, so dumm wie es klingt. Es ist leider, es ist immer so. Ja, es ist leider so. Mit meinem Aussehen kann ich leider auch immer besser punkten. Aber leider ist der Charakter halt auch wichtig und sogar den meisten wichtiger. Der Luca scheint übrigens nicht doch ganz so harmlos und lieb zu sein, wie er die ganze Zeit scheint. Ihn regt nämlich eine ganz besondere Sache an Melina auf. Es gibt so viele Sachen, die mich abfacken würden in der realen Welt. So fängt schon an, wie sie ihre Zähne putzt. Keine Ahnung, weißt du so. Das ist aber hart. Das ist krass. Ja, aber. Aber kannst du denn darüber hinwegsehen? Das ist schwierig tatsächlich. Muss ja, ich tatsächlich. Nein, sonst wäre er ja nicht Single. Ah, stimmt. Schön, dass es ihn aufregt, wie sie sich die Zähne putzt, aber nicht, wie sie mit ihm umgeht, dass sie ihn die ganze Zeit ignoriert, dass sie ihm gerne möchte, dass er Gedanken lesen kann. Und was wäre eine Love Island-Folge, wenn nicht schon in den ersten 10 Minuten geweint wird? Also es beschäftigt mich die ganze Zeit, dass hier irgendwie noch keiner da ist, so. Kein Südländer? Jeder hat hier jemanden. Ich bin so irgendwie die Einzige, die hier noch niemanden hat, so, weißt du, was ich meine? Ich komme mir auch hier so ein bisschen dumm vor. Aber wir wissen doch alle, was die Lösung von jedem Problem und jedem traurigen Tag ist. Das Alkohol! Alkohol! Yay! Kinder, trinkt erst, wenn ihr alt genug seid. Und nochmal kurz, Alkohol ist nicht immer die Lösung. Wollte ich nur mal so als verantwortungsvoller Erwachsener, der ich so bin, hier auch sagen. Und was halten die anderen alle gerade im Moment so von Melina? Ich finde die auch, die ist halt schon, finde ich so. Ich finde, die hat irgendwas. Die hat was. Ja, die Melina ist, glaube ich, eine Dame, die für alle Jungs hier auf Love Island sehr interessant ist. Sie hat einfach dieses gewisse Etwas. Das finden wir schon echt ganz cool. Ach, Melina, nee, ich wollte dir einfach auch nur sagen, so, keine Ahnung. Das ist egal, wie das hier ausgeht, so alles, ne? Dass wir auch danach auf jeden Fall, denke ich, safe chillen werden, ob das halt freundschaftlich oder mehr ist. So. Wir werden auf jeden Fall auch so was machen. Ja, ey, wir werden danach auf jeden Fall safe chillen, ob das jetzt freundschaftlich ist oder mehr. Also ich richte mich da ganz nach dir, ne? Wenn du Bock auf mehr hast, cool. Wenn nicht, bleiben wir halt einfach Freunde und ich versuch's halt immer mal wieder mal
auch wenn ich hier vielleicht nicht als Single rausgehe. Also ich persönlich würde behaupten, Melina kommt von uns Mädels am besten bei den Jungs an. Ich mache da ja kein Geheimnis draus, dass die Melina für mich zurzeit die anziehendste Frau hier ist. Aber ich finde Melina ein bisschen geheimnisvoll, lässt nicht direkt jeden an sich ran und was natürlich dann auch noch mal interessanter und spannender gemacht hat. Also ich fühle mich wohl. Ja, ich würde mich auch wohlfühlen, wenn jeder Junge mich hier am tollsten findet, obwohl ich eigentlich total kompliziert bin und eigentlich die ganze Zeit nur für schlechte Laune sorge. Wisst ihr, was das Geheimnis von einer langanhaltenden Beziehung ist? Also sich erstmal wen zu suchen, der nicht immer von allem genervt ist, über nichts reden will und sowieso direkt total schlechte Laune kriegt, wenn man nicht die Gedanken lesen kann. Und wenn man dann die richtige Person gefunden hat, dann kann man über alles miteinander reden und sehr viel darauf aufbauen. So wie Marc und Anna. Sag mir einfach ganz, ganz offen und ehrlich, wenn es dir einfach irgendwann zu viel wird, sag's mir und ich gebe dir die Zeit, die du willst. So. Aber so wie die sich da alle anhören, wollen die ja eh einfach nur ein paar Menschen kennenlernen, mit denen die danach chillen können, freundschaftlich oder vielleicht mehr. Und dann am Abend gibt es endlich mal die erste Liebeszeremonie, bei denen sich jetzt die Männer ihre Partnerin aussuchen dürfen. Kathi Hummels ist übrigens für Janaína zum Moderieren eingesprungen und hat jeden Eiländer gefühlt 20 Fragen gestellt, die komplett langweilig und unnötig waren. Und dann kam es zu folgenden neuen Couples. Der neue Eiländer Tim war der erste und entschied sich für Melina. Joshua entscheidet sich natürlich für seine Chiara und Marc halt natürlich für Anna. Und es ist voll der komische Gedanke, wenn man mal darüber nachdenkt, dass Anna ganz am Anfang das Couple von Henrik war. Henrik hat sich für seine tiefgründige Gesprächspartnerin Aurelia entschieden. Und jetzt kommt der spannende Teil. Für wen entscheidet sich Luca? Hat die Wahl zwischen Geraldine und Pia. Der ich es aber am meisten gönne, ist in diesem Fall für mich die Gigi. Gigi steht hier übrigens für Geraldine. Und somit ist Granate Pia die erste, die das Love Island Haus leider verlassen muss. Ich bin schon ein bisschen froh darüber, dass er sich für Gigi Geraldine entschieden hat, weil ja, die fand ich ein bisschen interessanter. So, Folge 6 beginnt mit einer Nachricht für die Jungs. Diese werden nämlich auf die Dachterrasse gebeten, weil zwei neue Granaten einziehen sollen. Ey, ich fass es nicht, was ich hier gerade lese. Geht jetzt auf die Dachterrasse, neue Granaten im Anmarsch. Ja, Henrik freut sich da so ein bisschen zu sehr dafür, dass er eigentlich Aurelia hat. Also wenn mein Partner sich so verhalten würde, aber der wäre sowieso bei mir schon viel früher weg gewesen. Wie wir aber schon wissen, kommen nicht zwei neue Granatenfrauen, sondern diesmal endlich zwei neue Männer ins Haus. Und eine zweite Nachricht zeigt dann, in welche Richtung der Typ der neuen Granaten geht. Wir stehen übrigens auf dunkelhaarige Sportskanonen. Yay, noch mehr Männer, die auf Melina stehen. Die neuen Männer heißen Giulio und Max. Sind beide leider keine Südländer, schon wieder. Ich schaffe es noch nicht ganz, die beiden auseinanderzuhalten. Ich weiß nur, der eine ist 20 und der andere ist 26 Jahre alt. Und worauf stehen die Männer so? Ronett, kleiner als ich, ist ein bisschen südländisch. Ja, wer hätte das gedacht, ne? So, und jetzt wurde die Folge richtig gut. Also ich war so genervt von der ganzen Folge, ich war so aggressiv. Puh. Also, es folgt ein kleines lustiges Spiel, bei dem jeder Mann jeweils eine Eigenschaft zu einer der Eiländerinnen zuordnen sollte. Und zwar gab es die Eigenschaften die interessanteste, die lustigste, die sexieste und die authentischste. Natürlich möchte jede Frau von seinem Couple als die sexieste ausgezeichnet werden. Weil, wie wir hier in dieser Sendung mitbekommen haben, ist Aussehen halt am Ende doch noch irgendwie ein bisschen wichtiger. Wer will da schon als interessant oder lustig abgestempelt werden? Das sind so ganz coole Eigenschaften dann von den Männern, mit denen man einfach nur so cool befreundet ist, damit man so eine Bestätigung hat, dass man ganz lustig ist. Ja, und authentischste ist halt die Arschkarte, die eigentlich niemand bekommen will, weil man das einfach nur an die Person verteilt, zu der man irgendwie nichts anderes sagen kann. Und was macht der Hendrik? Ich hatte was ganz Freches ausgedacht. Ja, für mich ist die authentischste Person hier im Haus die Dame, weil ich glaube, dass sie mit Abstand hier, also so vom Gefühl her, für mich die ehrlichste ist. Genau, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist auf jeden Fall cool. Die sexieste Dame hier im Haus ist auf jeden Fall die Dame hier.
Man sieht halt auch, wie super unangenehm das Melina auch war. Das Ding ist einfach, ich spiele immer mit offenen Karten und ich bin einfach nicht ich, wenn ich irgendwie da lügen würde. Aurelia jetzt die sexieste Medaille gegeben hat, wenn das nicht meine Meinung ist. Oder? So, wir merken uns jetzt, er hat das absichtlich gemacht. Es war seine ehrliche Meinung, er hat es selber gesagt und er hat einfach das getan, was er in dem Moment empfindet. Merkt euch das. Du hättest sagen können, pass auf, du bist für mich die Authentischste, aber natürlich hast du noch mehr Medaillen verdient. Ich gebe zu, ich hab's total verschnitzelt. Genau. Okay, also auch wenn ich das Wort insgeheim schon ein bisschen lustig fand, ich habe einfach so hohe Aggression gegenüber ihm. Ich hasse es, wenn Leute Situationen nicht ernst nehmen und dann einfach alles noch weiterhin ins Lächerliche ziehen, obwohl da gerade die Gefühle von jemandem verletzt worden sind. Wisst ihr, einerseits ist das auch eine echt negative Eigenschaft von mir, aber andererseits bin ich in solchen Situationen echt froh, so nachtragend zu sein. Weil wenn ich an Aurelias Stelle wäre, bei mir hätte er so hart verkackt. Er hätte mit keinen Worten der Welt mich nochmal rumgekriegt. Es wäre einfach zu Ende. Und auch Aurelia meint, der ist unten durch bei ihr. Ende. Er hat es sich verspielt. Ich wollte dir so schöne Sachen sagen, ohne Witz. Ich hab's so verkackt, ne? Ich check's einfach nicht, wirklich, ich check's nicht. Ich war komplett von der Rolle so, ne? Ich wollte schöne Sachen sagen. Oh, ihm haben einfach die Worte gefehlt. Ich hoffe, Aurelia fühlt auch gerade genau das, was sie da gerade ausstrahlt. Ist ja nicht so, als wärst du ein introvertierter Mensch und total schüchtern und kannst dich nicht ausdrücken, kannst nicht reden. Lieb's. Ich liebe es, dass sie was dagegen gesagt hat, weil so ein Verhalten, der darf damit nicht wieder gewinnen. Es tut mir wirklich leid, ohne Spaß. Boah, wisst ihr, ich finde es gerade wirklich sogar schlimmer, dass sie ihm verziehen hat, anstatt letztendlich das, was er ihr angetan hat. Weil das gibt ihm jetzt einfach wieder nur das Gefühl, dass er mit allem durchkommt, was er da macht. Seht das schon, das ist so ein Typ, der wird heimlich eine Affäre haben. Der hat irgendwann so Frau und Kinder und heimlich hat er dann daneben noch so eine zweite Freundin. Er hat vorhin einfach Melina klargemacht, wie geil er sie findet, indem er ihr das sexieste Schild gibt, vor allen anderen, einfach mit der Hoffnung, sich da irgendwie so eine Tür offen halten zu können oder so. Ja, da kann man dann jetzt halt auch nichts mehr machen, ne? Da ist Aurelia einfach selber schuld, die tut mir jetzt halt auch in der Zukunft nicht mehr leid. Ja, und wie läuft's bei den anderen so? Ich habe halt Angst, dass von deiner Seite dann mehr kommt als von meiner. Und sowas ist immer scheiße am Ende. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, was ich meine? Ich weiß halt nicht, ob das passt mit uns so. Weißt du, wie ich meine? Weißt du, was ich meine? Ja, und warum? Ich finde, so alle anderen gehen immer so voll den Schritt schon weiter. So und kommen immer weiter. Und wir bleiben irgendwie stehen. Ja. Das hat mich irgendwie so. Genau, ich brauche Zeit, ja. Ja, eben, was soll ich denn dann machen? Du lässt ja gar nicht zu, dass ich einen Schritt weiter gehe. Ja. Ja, der hat sie gerade bestimmt so richtig erwischt, weil sie es einfach nicht gewohnt ist, dass ihr jemand gut zuhört und irgendwie logische Schlussfolgerungen zieht. Und jetzt ist ihr dann selber halt aufgefallen, dass es alles gar nicht so viel Sinn macht, was sie da sagt. Warum ist es schon wieder so kompliziert? Vielleicht, weil du es so kompliziert machst. So, zum Schluss gibt es noch ein Gespräch zwischen Geraldine und der neuen Granate, wie heißt die? Ah, das ist der 20-jährige Giulio. Wenn die ein Couple werden, dann könnte man sie Gigi und Gigi nennen. Was ist dein Lieblingsfrucht? Erdbeeren. Ja, Erdbeeren? Ach, er hat Lieblingsfrucht gefragt. Gestern, als ich das im Fernsehen geguckt habe, habe ich verstanden, was ist dein Lieblingswort und fand es so lustig. So. Stellt euch mal vor, er fragt so, was ist dein Lieblingswort? Und sie sagt einfach straight, Erdbeer. Mit ihm habe ich heute echt schon viel gelacht, ja. Mit ihm habe ich heute schon echt viel gelacht, ja. So, und am Ende gab es dann noch eine kleine Strip-Show von den Männern für die Islanderinnen. Ja, das könnt ihr euch dann halt selber angucken, falls ihr euch das angucken wollt. Und das war's mit der Folge. Schreibt mir gerne irgendwas Cooles in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!